Das Börsenjahr 2018 ist Geschichte und erstmals seit Jahren gab es kein Plus für DAX, Stocks und Co. Es wird also rauer an den Kapitalmärkten. Umso wichtiger ist es, eine gute Strategie zu haben, um durch unsichere Zeiten zu kommen. Und genau das wollen wir besprechen mit Dirk Fischer. Er ist Geschäftsführer bei der Patriarch Multimanager GmbH. Herzlichen Dank einmal mehr für den Besuch hier an der Börse in Frankfurt. Herr Fischer, ich erinnere mich, wir haben so ziemlich genau vor einem Jahr hier auf dem Parkett der Börse gestanden. Ich glaube, es war nur auf einer anderen Ecke hier auf dem Parkett. Sie haben damals vorhergesagt, dass der DAX runtergehen wird und Sie haben 10% vorhergesagt. Ist sogar ein bisschen mehr geworden. Hand aufs Herz, war das jetzt eher Glück oder Können? Sicherlich ein bisschen von beiden, Herr Franek. Ja, also, dass der Markt runtergehen würde, das Gespür hat man schon nach vielen, vielen Jahren auf dem Parkett, weil es ist einfach so gewesen, die Börsenperiode war eigentlich schon 2 Jahre überschritten. Also die Hosse, die wir gehabt haben, lief eigentlich schon viel zu lang. Der Markt war heiß gelaufen. Insofern war eigentlich eine Korrektur etwas Gesundes und deshalb ist es auch nicht dramatisch, dass es mal ein Jahr gibt, wo wir mal verschlaufen können, sondern wieder neue Einstiegschancen gibt. Was sicherlich ein bisschen Glück war, war, dass die Prognose so dicht an meinem Wert war. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 15% minus und 10 hatte ich avisiert. Ja, also das ist sicherlich kein Können gewesen. Ne? Aber apropos Erfahrung, Sie sind jetzt mittlerweile mit der Patriarch ca. 15 Jahre alt, quasi vom innovativen Startup zum geschätzten Partner von Finanzexperten und zur Marke. Wie haben Sie diese Entwicklung in den vergangenen 15 Jahren erlebt? Anstrengend und sicherlich sehr herausfordernd, weil wenn man überlegt, dass wir 2004 halt wirklich als No-Name-Brand an den Markt gegangen sind, ohne einen großen Kundenstamm. Wir hatten unsere Vision, wir hatten die klare Strategie, dass wir einen Mehrwert für unsere Kunden und Berater liefern wollen, aus einer Nische heraus, mit innovativen Konzepten. Heute ist es natürlich so, dass man sieht, es war sehr erfolgreich. Ja, viele Kunden haben uns ihr Vertrauen geschenkt. Also wir blicken mittlerweile auf über 10.000 Kunden. Das ist natürlich schon, macht einen ein bisschen stolz, aber man musste in dieser Zeit natürlich auch wirklich viele Herausforderungen meistern, wenn ich nur an die Finanzkrise denke oder an die Regulatorik, die uns ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Also es war herausfordernd und es bleibt ja auch so, weil die nächsten Punkte wie Digitalisierung, die Next Generation, die sozusagen ansteht, künstliche Intelligenz, das sind alles wieder Themen, mit denen wir uns jetzt schon wieder befassen. Viele Finanzexperten, viele Berater verbinden ihr Haus mit der sogenannten Trend 200 Kapitalabsicherungsmethodik. Schwieriges Wort, aber wahrscheinlich leicht zu erklären, Herr Fischer. Was genau steckt dahinter und warum ist es so eine Erfolgsstory geworden? Also es ist sicherlich einer unserer Meilensteine, völlig richtig erkannt. Wir haben 2011 diese Investmentstrategie an den Markt gebracht mit einer integrierten Kapitalabsicherungsstrategie. Also Ziel ist es, über Signale der 200-Tage-Linie, der Produktbenchmark plus einer Toleranz von plus minus 3%, einfach den Kunden zu ermöglichen, in steigenden Börsenphasen maßgeblich im Markt zu sein und in fallenden Börsenphasen relativ schnell aus dem Markt herausgedreht zu werden. Es ist einmal sehr simpel und simpel darzustellen als Berater, genauso wie für einen Kunden sehr verständlich. Ich glaube, das ist ein Erfolgsgarant dafür gewesen. Und zum anderen müssen natürlich die Zahlen stimmen. Wir schauen jetzt per 30. November, also wirklich nach diesem Marktrückgang, immer noch auf Renditen über 7 1/3 Jahren, seit wir am Markt sind, und nach laufenden Spesen von 4,5 bis 5 1/4. Das mit einer sehr, sehr niedrigen Volatilität zwischen 6 und 8. Und das passt, glaube ich, genau in die neue Demut der Anleger. Ja, also sind ja alle bescheidener geworden. Sie haben alle ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit und da passt unser Ansatz wirklich sehr, sehr gut. Wir haben in den vergangenen Wochen einige Turbulenzen an den Aktienmärkten erlebt, nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch weltweit. Wie hat in diesem Umfeld Ihre Trend 200 Systematik reagiert? Wie haben Sie sich positioniert und was sagt das aus über die nächsten Wochen und Monate? Das ist eine sehr spannende Frage. Also die Systematik hat wieder mal sehr stark reagiert. Wir haben 4 Strategien, 3, die mit Zielfonds arbeiten, die Dr. Jens Erhardt für uns managt. Da gibt es halt 55, 75 oder 100% Aktienquote in der Investitionsphase. Und eine, die sich mit passiven Instrumenten, also mit ETFs beschäftigt, die managt Markus Kaiser von der Star Capital AG für uns. In diesem fallenden Markttrend sind die beiden 100% aktienlastigen Strategien schon lange aus dem Markt, seit 12. und 26. Oktober. Da sind sie schon komplett in Cash gegangen. Und die beiden anderen defensiveren Strategien hängen teilweise, ist kein Spaß, 0,07% vor dem Ausstieg. Also man sieht, sie sind sehr sensibel, ja, und der Markt ist auch selbst für die Technik nicht ganz einschätzbar. Und da
da ist einfach die Sicherheit allererste Güte. Für jemand, der neu einsteigt, natürlich ein Traumszenario. Er kann nach unten erstmal nichts verlieren und sobald der Markt nach oben dreht, ist er wieder dabei. Also eigentlich für die Anleger, die noch nicht dabei sind, ein Traum. In welchen Formen, in welchen Spielarten, Möglichkeiten kann man sich denn, wenn man sich genau für diese Idee interessiert, an dieser Trend 200 Systematik teilhaben, Herr Fischer? Es gibt derer 4, Herr Franik, für den, der ein separates Depot mit einer alleinstehenden Strategie haben will, der kann das über einen freien Berater seiner Wahl erwerben. Dann liegt er bei der Augsburger Aktienbank. Wenn er halt schon ein Depot hat und möchte es zu seinen anderen Favoriten ergänzen, muss er einen unserer geklonten Dachfonds nehmen. Es gibt da 3, den Patriarch Vermögensstrategie, Patriarch Classic Trend 200 und den Patriarch Select Chance, je nachdem, welche Aktienfondsquote er eben haben will. Setzt er mehr auf Versicherungsthemen, weil er einfach biometrische Risiken absichern will oder er will Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge als Förderung mitnehmen, dann kann er das im Rahmen unserer Label Police, der A&A Superfonds Police machen. Und ist er selbst erfahren genug und will es besonders kostengünstig haben, dann kann er es über unseren Robo-Advisor machen. Das ist der Robo-Advisor Truvest, also die www.truvest.de. Da kann er sich selbst austoben und investieren. Heißt also 4-mal die gleiche Produktqualität, die wir vorhin schon angesprochen haben, aber den Weg bestimmt der Kunde selbst. Abschließend, Herr Fischer, ich kann Sie nicht gehen lassen. Bei Ihrer Treffsicherheit im vergangenen Jahr, natürlich auch in diesem Jahr, Sie nach Ihrer Prognose für das Jahr 2019 zu befragen. Welche Erwartungen haben Sie ans neue Börsenjahr? Also in diesem Jahr ist es deutlich schwieriger, eine Prognose zu treffen, weil einfach der Rückschlag erfolgt ist mit knapp 15%. Die meisten glauben jetzt eher an ein schwaches Börsenjahr, weil wir halt viele Themen haben wie Brexit, ja, wir haben die Immigrationsproblematik, wir haben den Handelskrieg und so weiter, also Italienkrise, viele Sachen, die da noch schwelen. Ich glaube, dass das im Markt schon relativ stark eingepreist ist und bin wieder gegen den Trend. Ich denke, dass wir einen moderaten, positiven Markt in 2019 sehen. Ich würde mal anhand des DAX sagen, so ungefähr 8% plus würde ich erwarten. Und das Entscheidende ist natürlich, wenn ich wieder recht haben sollte, dann müssen die Leute einfach das jetzt als Kaufchance verstehen. Ja. Das werden wir dann natürlich sehen. Wir werden uns allerspätestens in einem Jahr auf dem Parkett wiedersehen. Ich denke auch zwischendurch. Dirk Fischer war das von der Patriarch Multimanager GmbH. Nicht nur mit einer Prognose für das Börsenjahr 2019, sondern mit einem Blick auf die Trend 200 Systematik. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.